Mitte Oktober 2012 hieß es in Seligenstadt bei Würzburg ringfrei für die Vorführung der Zuckerrüben-Erntemaschinen. Veranstalter der Beet Europe war zum 10. Mal der Verband Fränkischer Zuckerrübenanbauer. In Ergänzung zu den in Profi veröffentlichten Testergebnissen zeigen wir Ihnen in diesem Video die getesteten Zuckerrübenroder im praktischen Einsatz. Pünktlich um 9.30 Uhr startete die Vorstellung aller ausgestellten Maschinen im Vorführring. Den Anfang machte der Holmer Terra DOS T3 mit dem neuen 9-reihigen Ruderaggregat. Es folgte der getestete Terra DOS T3 mit der 6-reihigen HR-Rodegruppe. Hier ausgestattet mit dem Kombischlägler, der Inline arbeiten oder das Blatt seitlich auswerfen kann, zeichnet sich das HR-Rodeaggregat durch einzeln höhenverstellbare Polderschare aus. Die gerodeten Rüben werden dann auf dem Walzentisch vorgereinigt und vom 80 cm breiten Siebband an die drei Siebsterne zur Reinigung gefördert. Anschließend geht es per Ringelevator in den 28 Kubikmeter großen Bunker. Im Heck sitzt der Sechszylindermotor von MAN, für den Holmer eine Leistung von 520 PS angibt. Natürlich überrollt der Terra DOS mit seinen zwei Achsen den Boden im Schongang ganzflächig. Zurück zum Vorführring. Nachdem auch der Terra Variant und der Terra Felis von Holmer vorgestellt sind, ist Agrifag an der Reihe und präsentiert den sechsreihigen Big Six, der ebenfalls einen Tag zuvor getestet wurde. Der Big Six arbeitet hier mit dem Integralschlägler, der das Rübenblatt zwischen den Reihen ablegt. Mit angetriebenen Polderscharen werden die nachgeköpften Rüben gerodet und anschließend von insgesamt 6 Siebsternen intensiv gereinigt. Der Ringelevator fördert die Zuckerrüben anschließend in den 40 Kubikmeter großen Bunker. Angetrieben wird der Big Six von einem Deutz-Motor mit 8 Zylindern, für den Agrifag eine Leistung von 600 PS angibt. Für eine möglichst gleichmäßige Gewichtsabstützung setzt Agrifag beim Big Six vorne auf eine Tandemachse und hinten auf ein Doppelrad, das zwischen den vorderen Rädern läuft. Wie der Big Six stammt auch der nächste Testkandidat aus den Niederlanden. Beet Eater nennt Verwahrt seinen sechsreihigen Ruder, was so viel heißt wie Rübenfresser. Und ebenfalls wie der Big Six verfügt der Beet Eater über ein Dreiachsfahrwerk mit Tandemachse vorne und Doppelrad hinten. Der Integralschlägler legt das Blatt zwischen den Rübenreihen ab, bevor die Rüben nachgeköpft und von insgesamt 8 Siebsternen weitmöglichst von loser und anhaftender Erde befreit werden. Der in Fahrtrichtung längs verlaufende Elevator befördert die Zuckerrüben schließlich in den 25-Tonnen-Bunker. Als Kraftquelle verbaut Verwahrt einen Sechszylindermotor von DAF mit 510 PS Leistung. Natürlich laufen auch hier die Hinterräder zwischen den Rädern der Tandemachse. Nach der Übernahme von Kleine durch Grimme durften die beiden getesteten Beetliner das letzte Mal in den Vorführring. Ihre Produktion wird eingestellt. Der sechsreihige Beetliner Large mit zwei Achsen wurde erst auf der Agritechnica 2011 vorgestellt. Der Kombiköpfer wirft das Rübenblatt hier traditionell zur Seite heraus. Er kann aber auch zur Ablage zwischen den Reihen aus der Kabine umgestellt werden. Nachgeköpft werden die Rüben von angetriebenen Polderscharen gerodet und zur Vorreinigung auf einen Walzentisch gegeben. Danach werden sie von 5 Siebsternen gereinigt und von dem Ringelevator in den Bunker mit 30 Kubikmeter Fassungsvermögen gefördert. Der Motor von Mercedes-Benz ist zwischen Kabine und Bunker platziert. Seine Leistung gibt Kleine mit 490 PS an. Besonderheit des Beetliners ist seine Hinterachse mit 4 nebeneinander montierten Rädern.
Der Beatliner Max arbeitet mit der gleichen Köpfrode-Gruppe und den gleichen Reinigungswerkzeugen. Er verfügt aber über einen 40 Kubikmeter großen Bunker und eine hintere Tandemachse mit insgesamt 8 Rädern. Der Mercedes-Benz-Motor hat eine Leistung von 510 PS. Inzwischen wurde übrigens die Firma Kleine umbenannt in Salzkottner Maschinenbau GmbH. Auch Grimme beteiligte sich mit 2 sechsreihigen Maschinen am Vergleichstest. Als erstes fährt hier der Maxtron 620 in den Ring. Als einziger Roder im Test wurde der Maxtron ohne Nachköpfer eingesetzt. Zur Entplattung arbeitet der FM-Inline-Häcksler mit 2 gegenläufigen Schlegel- und Putzerwellen. Zum Roden setzt Grimme traditionell auf angetriebene Radrodeschare. Die Reinigung bei Maxtron arbeitet mit einem 2,70 Meter breiten Wendelwalzentisch. In den 33 Kubikmeter Bunker gelangen die Rüben per Wurfelevator. Und auch mit seinem Fahrwerk, Bandlaufwerk vorne und Doppelrad hinten, unterscheidet sich der Maxtron 620 deutlich von konventionellen Zuckerrübenrodern. Der Mercedes-Benz-Motor mit 6 Zylindern im Heck leistet 490 PS. Rexor 620 heißt die zweite getestete Grimme-Maschine. Dieser Sechsreiher gehört zu den konventionell aufgebauten Rodern. Der Rexor arbeitete zur Entblattung und Ablage zwischen den Reihen mit dem neuen Multihäcksler und einem Minimalnachköpfer. Die von angetriebenen Radscharen gerodeten Rüben werden zunächst vom Walzentisch vorgereinigt, dann per Siebband zur Reinigung an 3 Siebsterne übergeben und schließlich vom Ringelevator in den 33 Kubikmeter großen Bunker befördert. Im Heck des Rexor sitzt mit dem 490 PS starken Mercedes-Benz-Motor die gleiche Kraftquelle wie im Maxtron. Und spurversetzt fahren, wie alle großen Zweiachsroder, kann der Rexor auch. Der Rexor 630 mit 3 Achsen wurde vorgestellt, durfte aber noch nicht arbeiten. Dagegen konnte der neue Europanther von Ropa nach der Trockenübung auch im Einsatz bewundert werden. In den Test schickte Ropa allerdings den bewährten Eurotiger V84. Das sechsreihige Köpfrode-Aggregat war hier ausgestattet mit dem Integralhäcksler zur Blattablage zwischen den Reihen. Die von Polderscharen gerodeten Rüben werden auf dem Walzentisch vorgereinigt und dann vom Siebband zur Reinigung mit 3 Siebsternen geleitet. Der Ringelevator fördert die Zuckerrüben schließlich in den 40 Kubikmeter Bunker. Der 8-Zylinder-Motor von Mercedes-Benz im Heck des Roders leistet laut Ropa fast 600 PS. Die 3 unterschiedlich bereiften Achsen laufen bei der Arbeit im Schongang. Laut Experten wird die Arbeitsbreite bei der Rübenernte in Zukunft größer. Ropa beteiligte sich daher mit dem neunreihigen Eurotiger V84 XL am Test. Das XL-Köpfrode-Aggregat ist vom Aufbau identisch mit dem Sechsreiher. Es ist eben nur um 3 Reihen breiter, hat 4 Tasträder am Schlegler und verfügt über eine zusätzliche Wendelwalze zur Aufnahme und Vorreinigung der Rüben. Das Fahrzeug des Eurotigers ist identisch, egal ob er 6 oder 9-reihig rodet. Soweit die Beat Europe 2012 in Seligenstadt. Die nächste Beat Europe ist für 2014 in Polen geplant.